Grüße Gemüse und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal der Shisha Brothers. Wir haben mal wieder einen Tabak aus dem Hause Fumari für euch und zwar den Via Latia. Richtig, der Tabak wurde mir tatsächlich in El Vano von einem Mitarbeiter empfohlen und ich war erst etwas skeptisch, aber wie sich das Ganze entwickelt hat, werden wir dann jetzt gleich später noch feststellen. Preislich bekommt man das Ganze für 22,90 Euro, 200 Gramm. Auch was man dazu sagen kann, der Preis wird sich nicht verändern. Die neue Steuerbanderole wird daran nichts verändern. Was 25 Gramm kosten werden, ob die auf den Markt kommen werden, da sind von meiner Seite aus noch keine Infos irgendwie bekannt. Und dann würde ich sagen, fackeln wir gar nicht lange rum, sondern wie das Dosendesign, der Schnitt und der Kopfbau aussehen, zeigen wir euch jetzt. So wird das Ganze geliefert. Nicht wundern, hier steht jetzt eine andere Sorte drauf. Einfach, dass wir hier einmal die Verpackung zeigen können. Innen drin befinden sich dann zwei Zipperbeutel mit je 100 Gramm. Ich habe jedoch das Ganze umverpackt in diese Plastikdose, einfach weil man so den Tabak nochmal besser herausnehmen kann. Hier sehen wir einmal den Schnitt. Da würde man sagen, das Ganze ist fein bis mittel. Wir hatten im letzten Fumari-Tabak, den wir vorgestellt hatten, etwas größere Blätter. Da war der Tabak etwas gröber geschnitten. Das hat sich so gesehen jetzt verbessert. Und ja, Feuchtigkeit an sich ist top. Wir haben ein paar wenige Äste mit dabei, wenn man mal so ein bisschen in die Dose reinschaut. Die haben aber alle eine akzeptable Größe. Ist jetzt nicht so, dass die hier baumlastig angelehnt sind. Deshalb würden wir auch dem Schnitt und der Feuchtigkeit 4 von 5 möglichen Punkten geben. Gebaut wird heute im Vandenberg V1 Gravit oder Graphit. Das ist der Kopfbau schlussendlich geworden. Ihr seht, wir haben den Tabak ungefähr auf Randhöhe gebracht. Ja, ansonsten Tabak schön leicht fluffig im Kopf gelassen. Das Ganze hat durch den Funnel wieder eine leicht donutartige Form angenommen. Ich bin relativ zufrieden, sieht gut aus, so können wir da rauchen. Da sind wir auch schon wieder, der Kopf ist gebaut und der gute Alfons verrät uns mal, was drin ist im Tabak. Dazu werde ich euch gleich einmal den Text, der auf der Fumari-Webseite steht, vorlesen. Was Doppelapfel, was Traubeminze, brachiale Zimtpower umhüllt von warmer Milch. Schmeiß den Grill an und gib ihm. Okay, also zusammenfassend, Zimtmilch hört sich neu an, würde ich sagen, weil das ja doch keine Flavor sind, die wir groß in unserer Sammlung haben. Aber auch wir sind ja gerne mal bereit, neue Sachen zu probieren und deshalb muss man sich auch einfach mal auf neue Flavor einlassen. Dann machen wir jetzt aber endlich mal die Dose auf und nehmen eine kräftige Nase. Also ich muss ehrlich sagen, das ist geruchlich was ganz Neues für mich gewesen. Und wenn ich das rieche, hat das sowas Anziehendes, sage ich mal. Also am stärksten kommt für mich im Geruch die Zimtnote hervor. Die ist sehr süßlich, die hat so ja einfach was Nachtischartiges. Und dann hat man im Abgang aber auch noch ja dieses Milchlastige. Das kommt so ein bisschen wie Milchpulver rüber oder so. Ist schwer zu beschreiben, dieses Milcharoma. Es passt aber sehr gut dazu. Und du machst dich nicht immer darüber lustig, wie ich Milch sage, Junge. Ja, im Gesamten einfach was Neues, was ich so nicht kannte, was wirklich sehr lecker riecht, meiner Meinung nach. Und es erinnert mich im Gesamten an Milchreis. Also ich finde auch, dass der Geruch sehr, sehr interessant ist auf jeden Fall. Wie du auch schon gesagt hast, die Zimtnote ist definitiv am dominantesten, die dort rauskommt. Dazu paart sich eine angenehme süße Note, so ein cremiger Touch auch. Die Milchnote kann ich jetzt nie wirklich so an sich rausriechen, weil ich jetzt nicht wüsste, dass Milch einen besonderen Eigengeruch hat. Mich erinnert es vom Geruch her dann, oder diese süße Note erinnert mich eher dann schon so an so ein Latte Macchiato zum Beispiel. Aber alles in allem, der Gesamteindruck, den dieser Tabak im Geruch vermittelt, ist, wie du auch schon gesagt hast, dieser Milchreis-Nachtisch. Also es erinnert mich tatsächlich auch mega irgendwie an die Schulzeit und den Milchreis, den es da immer mal in der Kantine gab. Ja. Also sehr, sehr leckerer Geruch, alles in allem. Dann kommen wir jetzt als nächstes zur Punktevergabe. Jawohl. Du darfst gerne beginnen, mein Sohn. Ich finde es ein bisschen schwierig, mir vorzustellen, wie das Ganze schmecken wird, ob der Geruch dann oder der Geschmack auch so authentisch rüberkommt wie im Geruch. Aber alles in allem muss ich sagen, ich finde den Geruch lecker. Es kommt das raus, was angegeben ist. Deswegen würde ich 5 von 5 Punkten geben. Alles klar, wunderbar. Da schließe ich mich nämlich direkt an. Ich gebe ebenfalls 5 von 5 möglichen Punkten. Einfach, weil mich das fasziniert hat, weil ich es halt so als Geruch gar nicht kenne und weil es halt auch so unglaublich lecker riecht, dass man sich am liebsten wirklich einen Löffel nehmen würde und mal probieren würde. Ja, stimmt, kann ich nachvollziehen. Ja, dann kommen wir auf ein Gesamtergebnis im Geruch von 5 von 5 möglichen Punkten. Stabil. Wenn ihr uns auch so cremig findet wie den Fumari Via Latia,
Dann gib dem Video heute mal einen besonders cremigen Like. Wir haben das Ganze wie immer einmal ordentlich angezogen und der Alphons nimmt einen kräftigen Zug und wir werfen einen Blick auf die Rauchentwicklung. Ja, schöne dichte weiße Wolke, stabile Rauchentwicklung. Ganz klar. Kommen wir zum Setup, das ist nämlich heute mal ein bisschen anders. Wir haben ja in letzter Zeit relativ häufig mit dem AOHMD oder Babushka geraucht. Jetzt nutzen wir mal wieder den Karlot Lotus 1 Plus. Einfach weil ich oft gelesen hatte, dass das empfohlen wird, als Setup zu nutzen. Und wir haben auch nicht drei Kohlen diesmal drin. Also normal waren es immer zwei und eine auf Kipp, sondern nur zwei Kohlen drin und die dritte geben wir irgendwann später hinzu. Genau, wir haben uns so gesehen an die Anweisungen, wie man Fumari-Tabak am besten bauen soll, diesmal gehalten. Von der Höhe hat man ja ungefähr auf Noppenkontakt gebaut. Also definitiv, ich denke, ein ordentlicher Noppenkontakt sollte da sein. Deswegen habt ihr auch mit zwei Kohlen eine extrem gute Rauchentwicklung. Ganz klar. Demnach haben wir an der Rauchentwicklung und der Hitzeverträglichkeit absolut nichts auszusetzen und geben deshalb 5 von 5 möglichen Punkten. Kommen wir zum Geschmack. Und ich finde, in den ersten Zügen kam für mich die Zimtnote sehr stark hervor. Die hatte auch ein immer noch sehr süßes Zimtaroma. Das ist jetzt im weiteren Verlauf etwas abgeschwächter vorhanden. Die Zimtnote ist immer noch da, aber sie ist nicht mehr ganz so süß wie am Anfang. Dann finde ich, hat man genau wie im Geruch im Nachgang immer noch dieses Milchartige im Geschmack, was kombiniert mit der Zimtnote halt einfach extrem lecker schmeckt. Und was halt immer noch auch im Geschmack an dieses Milchreisartige erinnert. Im Gesamten ist es halt einfach mal eine cremige Sorte. Cremige Sorten sind wir ja normal nicht so der Fan von. Ich finde aber, die überzeugt mich und hat mich mit diesem Zimtaroma auf jeden Fall bekommen. Dann komme ich mal zu meinem Geschmacksfazit und ich muss sagen, die allererste Assoziation, die ich beim Ziehen hatte, war Weihnachten. Also ich würde es auch ganz grundsätzlich eher als Weihnachtstabak sehen. Die dominante Note ist für mich definitiv auch im Geschmack die Zimtnote. Die ist beim Einatmen, also beim Einziehen des Rauchs, ein bisschen würzig, finde ich. Hat sogar so einen leicht scharfen Touch. Und beim Ausatmen vom Rauch hat man aber diese süße Note, die sich da entwickelt. Die kommt meiner Meinung nach auch von dem Zimt so ein bisschen. Und es paart sich halt dieses, ja, Milcharoma dazu, was mich halt auch so an den Milchschaum bei einem Latte Macchiato zum Beispiel erinnert. Aber auch beim Geschmack ist es so wie beim Geruch, dass das Gesamtkonstrukt oder das gesamtgeschmackliche Erlebnis, sage ich mal, schon so in diese Milchreisrichtung geht. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr lecker. Und ich muss auch sagen, trotz dass ich nicht so ein Freund von cremigen Sorten bin, eigentlich für mich ein idealer Winter-Weihnachtstabak, sag ich mal, stelle ich mir sehr entspannt vor, abends eingekuschelt in der warmen Bude. Na gut, dieses Jahr vielleicht nicht so warm. Aber ja, doch, gefällt mir gut. Machst du ein Lagerfeuer an. Mach ich mir ein Lagerfeuer an, genau. Kommen wir mal zur Punktevergabe. Ich würde dem Tabak 4 von 5 möglichen Punkten geben. Ich finde ihn, wie gesagt, sehr, sehr lecker. Er erfüllt eigentlich genau das, was er vorgibt zu sein. Aber es ist jetzt für mich, aufgrund, dass er so ein bisschen außergewöhnlich ist, kein Tabak, den ich Kopf nach Kopf wegrauchen könnte, sondern das ist eher was Besonderes, sag ich mal. Wie gesagt, für mich passt es halt in die Weihnachtszeit und deswegen nur 4 von 5 möglichen Punkten. Ich würde dem Tabak im Geschmack 5 von 5 möglichen Punkten geben, tatsächlich. Mhm. Einfach, weil mich das Gesamtbild wirklich überzeugt hat. Ich finde die Aromen gut getroffen. Es stellt genau das dar, was es sein soll. Auch wenn Milchreis jetzt nicht auf der Seite angegeben war, aber dass sich das für mich persönlich so ergeben hat, fand ich einfach gut. Und deshalb 5 von 5 Punkte. Alles klar. Macht insgesamt 4,5 von 5 möglichen Punkten beim Geschmack. Eine Sache, die ich gerne noch erwähnen wollte. Ich habe den Tabak ja auch schon mit einem Edelstahl-HMD geraucht. Hier haben wir jetzt in dem Fall Alu. Und ich finde, mit Edelstahl kam der Geschmack etwas anders für mich rüber. Okay. Ich fand, da kam die Zimtnote am Anfang nicht ganz so gut rüber. Vielleicht ist es Einbildung, aber da könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wer den Tabak denn da hat, ob ihr vielleicht dasselbe Gefühl dabei hattet. Und ich finde, im Kalaut kommt der Geschmack doch deutlich besser für mich hervor. Okay, dann kommen wir mal zur Gesamtbewertung. Die errechnet sich wie immer aus allen vorangegangenen Bewertungen. Und da kommen wir hier auf sehr stabile 4,625, also abgerundet 4,6 von 5 möglichen Punkten. Was ein sehr, sehr gutes Ergebnis ist. Mhm. Für mich immer noch ein bisschen überraschend, dass es halt ein cremiger Tabak ist, ja, der so gut abschneidet, aber hat uns vollends überzeugt, würde ich sagen. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob ihr diese Sorte schon probiert habt oder andere Sorten von Fumari, die euch extrem gefallen. Und ansonsten bleibt uns nicht viel übrig, außer zu sagen, ist das Däumchen oben, wird man dich loben. Und in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein, ciao. Tschüssikowski.